Meine sehr geehrten Damen und Herren, Korruption ist notorisch schwer zu fassen. Das beginnt schon bei der Definition. Ich werde mich hier an eine gängige, wenngleich enge Definition von Korruption halten, nämlich Missbrauch von öffentlichen Ämtern zu eigennützigen Zwecken. Es müssen keine staatlichen Ämter sein, auch ein Fußballschiedsrichter kann korrupt sein oder eine Fernsehjournalistin. Der wirtschaftliche Schaden durch Korruption ist enorm. Der Währungsfonds schätzt ihn weltweit auf 2.000 Milliarden Euro und die OECD auf sogar 4.000 Milliarden Euro. Daran ändern auch die Antikorruptionskampagnen wenig, die immer wieder hoffnungsfroh lanciert werden, zum Beispiel mit Plakaten wie mit diesem oder mit diesem etwas pathetischeren oder mit diesem, das noch etwas drastischer ist. Offenbar haben diese Sauberkeitsoffensiven nur begrenzten Erfolg. Und angesichts der Allgegenwart und der wirtschaftlichen Bedeutung von Korruption verwundert es, dass noch vor 50 Jahren der schwedische Ökonom Gunnar Myrdal behaupten konnte, Korruption scheint als Forschungsgegenstand fast tabu zu sein. Ja, das hat sich inzwischen gewaltig geändert und Korruption ist zum Modethema geworden in den Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, in den Politikwissenschaften, in der Geschichte und in der Anthropologie und natürlich in den Rechtswissenschaften und in der praktischen Philosophie. Allerdings, alle diese Zugänge, die leiden unter einem Problem, nämlich die Datenlage ist grottenschlecht, naturgemäß. Es gehört zum Wesen der Korruption, dass sie das Licht scheut. So behilft man sich mit mehr oder weniger groben Schätzungen. Eine davon ist der Korruptionswahrnehmungsindex, der jährlich von Transparency International veröffentlicht wird. Er gibt an, wie hoch die Menschen die Korruption im eigenen Land einschätzen. Unnötig zu sagen, dass das eine sehr subjektive Wahrnehmung sein kann. Immerhin, so eine Landkarte von Europa zeigt dann etwas, was den gängigen Vorurteilen weitgehend entspricht. Also eine hohe Zahl für ein Land heißt hohes Vertrauen und geringe Korruption. Also bei Österreich ist die Zahl 75. Das ist schlechter als in Deutschland, wo es 81 sind. Aber besser als in Italien, wo es 50 sind. Aber am besten schneiden natürlich die üblichen Musterschüler ab, also die skandinavischen Länder und die Schweiz 84, 85. Also als Österreicher erblasse ich da vor Neid. Aber ist wohl überflüssig zu sagen, ich werde mich nicht zur aktuellen Lage äußern. Mein Titel lautet zwar Korruption im Visier der Spieltheorie, aber das Visier ist natürlich metaphorisch zu nehmen. Es deutet nur auf eine aufmerksame Beobachtung aus der Ferne hin. Ja? Von einem Mathematiker darf man nur einen abstrakten Zugang erwarten. Ich darf hier zwar von viel Histklasse sprechen, aber kann bestenfalls auf philosophische, nicht auf historische oder aktuelle Relevanz hoffen. Es geht nur um die Klärung von Mechanismen. Und hier kommt die Spieltheorie zum Zug. Die Spieltheorie, das ist die Mathematik von Interessenskonflikten. Sie hat wenig mit Spiel im landläufigen Sinn zu tun und niemand wird durch die Spieltheorie zu einem besseren Tarock- oder Schachspieler. Ja? Aber die mathematische Theorie hat einige Termini von den Gesellschaftsspielen übernommen. Also beispielsweise Spieler oder Auszahlung oder Strategie. Die Entscheidungsträger, das sind Spieler. Erlauben Sie bitte also, dass ich das generische Maskulinum verwende. Jeder Spieler versucht, seine Auszahlung zu optimieren. Diese Auszahlung muss übrigens nichts mit Geld zu tun haben, sondern misst lediglich seine Präferenzen. Und die Auszahlung des Spielers wird aber auch von den Entscheidungen anderer Spieler abhängen, die wiederum ihre eigene Auszahlung maximieren wollen. Und daher der Interessenskonflikt. So verfolgt jeder Spieler und jede Spielerin eine bestimmte Strategie, deren Erfolg von der Strategie der Gegenspieler abhängt. So eine Strategie muss keine raffinierte Abfolge von Zügen und Gegenzügen sein. Sie ist nichts weiter als ein Verhaltensprogramm, um Entscheidungen zu treffen. Es kann bewusst oder unbewusst ablaufen. Also Rationalität wird hier nicht vorausgesetzt.
Genauer, wir befassen uns mit der evolutionären Spieltheorie. Hier betrachtet man ganz einfache Spiele, gleich Beispiele sehen, und diese Spiele, die interessieren uns nicht als individuelle Ereignisse, sondern nur statistisch. Wir stellen uns eine Bevölkerung von Spielern vor, die zufällig aufeinandertreffen wie Moleküle in einem Gas und dann gemäß ihren Strategien wechselwirken, also das Spiel spielen. Und dann nimmt man auch an, dass die Strategien, die im Durchschnitt erfolgreicher sind, häufiger werden in der Bevölkerung. Dazu braucht man sich nur einen Imitationsprozess vorstellen. Ja, Erfolg findet Nachahmer. Von Zeit zu Zeit vergleichen die Spieler ihre Auszahlung mit der Auszahlung von anderen Spielern und wenn deren Auszahlung besser ist, dann übernehmen sie auch deren Strategie. Ja. Durch diesen Lernprozess ändern sich also die Häufigkeiten von den Strategien. Aber dadurch ändern sich auch ihre Auszahlungen, denn die hängen ja davon ab, auf welchen Gegenspieler man stößt, also wie häufig welche Strategien sind. Eine Rückkoppelung also. Die Häufigkeit der Strategie bestimmt die Auszahlung und die Auszahlungen, die steuern die Häufigkeit der Strategie. Und dieser populationsdynamische Zugang, der erlaubt sogar Experimente. An jeder besseren Uni gibt es heute Spiellabors, wo Probanden spielen, und zwar um wirkliches Geld, meist um kleine Summen, also Größenordnung einer Kinokarte oder einer Nachhilfestunde. Ein typisches Beispiel jetzt, das uns aber gleich zur Sache bringen wird. Ein spieltheoretisches Labor und zwei Spieler, zwei Probanden, die einander nicht kennen und nicht kennenlernen werden. Also ganz anonym. Ja, sie bekommen etwas Geld auf ihr Spielkonto, damit sich die Teilnahme für sie auszahlt. Und jeder hat jetzt die Wahl zwischen zwei Tasten, C und D. Jeder Spieler erfährt von der Spielleiterin, vielleicht über einen Bildschirm, wenn ich C drücke, werden mir 5 Euro abgezogen von meinem Spielkonto und dadurch und im Gegenzug wird die Spielleiterin dem anderen, dem Gegenspieler, 15 Euro überweisen. Und wenn ich D drücke, dann passiert nichts. Und der andere Spieler ist in genau derselben Situation wie ich und wir müssen unsere Entscheidungen unabhängig voneinander treffen. Also ich kann dem anderen 15 Euro praktisch schenken. Ja? Das ist also der Nutzen. Und das kostet mich etwas. Die Kosten fallen mir an. 5 Euro. Und das ist schon fertig. Also das ist kein Spiel von einem hohen Unterhaltungswert. Ja? Aber ich habe die Wahl zwischen C und D und der andere hat auch die Wahl zwischen C und D. Und wenn wir beide C spielen, dann bekommen wir jeweils 15 vom anderen, zahlen 5 selbst. Also unterm Strich sind das für jeden von uns 10 Euro. Und wenn wir beide D spielen, dann bekommen wir beide 0, dann passiert nichts. Aber wenn ich C spiele und der andere D, dann zahle ich 5 Euro und der andere legt mich rein und schenkt mir nichts. Und wenn ich D spiele und der andere C, dann bekomme ich vom anderen 15 Euro, aber ich selbst habe nichts, keine Gegenleistung vollbracht. Und jetzt weiß ich nicht, wie der andere reagieren wird. Aber wenn er C wählt, dann bekomme ich 10 oder 15. Da ist 15 besser, also sollte ich D spielen. Und wenn der andere D wählt, dann bekomme ich minus 5 oder 0. Da ist 0 noch besser, also sollte ich auch D spielen. Egal, was der andere spielt, ich sollte D spielen. Aber der andere ist in genau derselben Situation, sollte auch D spielen. Wir spielen beide D, bekommen beide 0 und haben also beide auf eine Auszahlung von 10 Euro verzichtet. Und zwar durch Eigennutz verzichtet. Sie werden vielleicht erkannt haben, also, dass dieses Spiel ein sogenanntes Gefangenendilemma ist. Das ist ein typisches soziales Dilemma. Das C steht für to cooperate und das D für defect. Und im Gegensatz zu der frommen Fiktion von einer Invisible Hand
führt also jetzt der Eigennutz nicht zum Gemeinwohl, sondern er führt geradewegs in eine wirtschaftliche Falle. Übrigens, also in wirklichen Experimenten spielen 50% der Spieler C und 50% D. Ja? Dieses simple Spiel ist das Musterbeispiel von einem Sozialdilemma. Eigennutz gegen Gemeinnutz. Und es sind, ich übertreibe nicht, tausende von Arbeiten darüber erschienen. Denn so artifiziell auch dieses Spiel ist, es liegt ihm dieselbe Struktur zugrunde wie unzähligen wirtschaftlichen Wechselwirkungen. Also zum Beispiel jeden Handelsaustausch, da profitieren beide Partner von dem Austausch von Leistungen oder Gütern, aber noch mehr würde einer profitieren, wenn er die Gegenleistung unterlässt und so den anderen also übervorteilt. Also grob gesprochen, kooperieren ist besser. Kooperieren ist gut, aber ausbeuten ist besser. Aber wenn alle ausbeuten, dann gibt es nichts mehr auszubeuten. Etwas anderes, ganz Ähnliches kann ich mir auch vorstellen, für wenn mehrere Spieler, sagen wir 5 oder 10 Spieler in einer Gruppe wechselwirken. Wenn sie alle beitragen, bekommen sie eine hohe Auszahlung, aber noch höher ist die Auszahlung von einem einzelnen Trittbrettfahrer, der selbst nichts beiträgt, aber von den Beiträgen der anderen profitiert. Ja? Aber dadurch wird der Trittbrettfahrer imitiert von den anderen, da gibt es immer weniger und weniger Beiträge und dann gibt es also auch viel weniger zum Aufteilen. Ja? Das führt zu ökonomischem Stillstand. Keiner zahlt ein, keiner erhält etwas. Also ein Lernprozess führt zum wirtschaftlichen Ruin. Hier will ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Über 10 Runden gespielt, Period 1, 2, 3 und so weiter. Und es wird der mittlere Beitrag gezeigt. Und das Spiel ist gespielt worden in Kopenhagen und in Boston und in Minsk und in Seoul und so weiter. Also Wien ist leider nicht dabei. Und der maximale Beitrag ist 20 Euro, aber Sie sehen, der durchschnittliche Beitrag, der schrumpft von Runde zu Runde. Ich will da nicht auf die Einzelheiten eingehen, die für Kulturwissenschaftler natürlich faszinierend sind, sondern nur der allgemeine Trend. Immer mehr Trittbrettfahrer und immer weniger Nutzen für alle. Die Frage ist also jetzt, wie kommt man aus dieser sozialen Falle heraus? Und der Weg, der scheint klar. Also man bestraft die Trittbrettfahrer. Schauen wir uns das an, also der Einfachheit halber wieder für 2 Spieler. Die Spieler setzen eine Art Vertrag auf. Sie beauftragen eine Kontrollinstanz, den Trittbrettfahrern eine saftige Strafe aufzubrummen. Sagen wir 8 Euro. Ja, so eine Kontrollinstanz, also da können wir uns vorstellen, ein Richter oder Notar oder Schwarzkappler, sagt man in Wien, oder Wächter oder Sheriff oder Schiedsrichter oder Blockwart, was immer. Aber der will auch bezahlt werden. Ja, der muss mal so eine Gebühr zahlen, von kleine Gebühr, sagen wir, 1 Euro. Und wie sieht das jetzt aus? Also, das gibt folgende Auszahlungen. Wenn ich C spiele, bekomme ich dasselbe, außer dass ich die Gebühr zahle. Also statt 10 Euro 9 und statt minus 5 jetzt minus 6. Wenn ich D spiele, dann muss ich die Gebühr zahlen und noch zusätzlich die Strafe. Also kriege ich um 9 Euro weniger, in diesem Fall also 6. Und wenn der andere D spielt, minus 9. Und da sieht jetzt die Sache ganz anders aus. Wenn der andere C spielt, sollte ich C spielen, 9 ist größer als 6. Wenn der andere D spielt, sollte ich auch wieder C spielen. Minus 6 ist größer als minus 9. Also sollte ich auf alle Fälle C spielen. Und der andere wird das auch tun und wir werden dann also beide 9 Euro bekommen. Das ist nicht schlecht, obwohl 10 Euro besser wären. Aber wir haben uns ja nicht vertraut, sondern sind zum Kadi gegangen. Ja? Also was da praktisch passiert, ist, dass das Sozialdilemma besiegt wird durch eine Art von Sozialkontrakt, einen bindenden Vertrag. Das ist ein Gedanke, den also Hobbes und Rousseau und Kant schon vorher allen Plato schon gehabt haben. Ja, und das notabene ganz ohne Spieltheorie. Aber jetzt tritt Juvenal auf den Plan. Der hat ja bekanntlich gesagt, wer überwacht den Wächter? Denn der ist ja auch nur ein Mensch. Nehmen wir an, er ist bestechlich, etwa als ein Polizist oder als
ein Richter. Wenn der korrupte Wächter jetzt, sagen wir, 2 Euro Schmiergeld kriegt, die er in die eigene Tasche stecken kann, dann verhängt er die Strafe nicht. Ja? Und dann sehen die Auszahlungen so aus. Wenn ich kooperiere, ändert sich nichts für mich. Aber wenn ich defekt spiele, dann spare ich mir die Strafe und muss nur das Schmiergeld bezahlen. Also statt 8 Euro, 2 Euro. Das gibt also hier 12 und hier minus 3. Und da sehen Sie wieder, wenn der andere C spielt, sollte ich D spielen. Wenn der andere D spielt, sollte ich auch D spielen. Also insgesamt wieder, man sollte auf alle Fälle D spielen, defekt spielen, Trittbrettfahrer sein. Ja? Und da sind wir also dort, wo wir waren. Ja? Da, durch Korruption ist der Sozialvertrag zerstört worden. Ja? Außer Spesen nichts gewesen. Wir sind wieder dort, wo wir waren. Der Erfolg des Sozialvertrags, der hängt also davon ab, ob die Obrigkeit bestechlich ist oder nicht. Warum sollte sie unbestechlich sein? Wer bewacht den Wächter? Nun, in funktionierenden Gesellschaften werden es die Spieler selbst sein, also die Bevölkerung. Wenn die Wächter ihre Aufgabe nicht erfüllen, dann könnte man ebenso gut natürlich ohne sie auskommen, oder besser gesagt ebenso schlecht. Und wenn sich herumspricht, dass ein Wächter korrupt ist, dann werden nur die Trittbrettfahrer bereit sein, sich auf das Spiel einzulassen. Also nehmen wir jetzt an, und das ist der letzte Schritt in unserer Modellhierarchie, nehmen wir an, dass es eine Möglichkeit gibt, etwas über die Korruptionsanfälligkeit zu erfahren. Im Allgemeinen wird so eine Information etwas kosten, einen gewissen Aufwand an Zeit oder Geld oder Aufmerksamkeit. Das erweitert jetzt die strategischen Alternativen von den Spielern. Sie können bereit sein zu kooperieren oder nicht, also Trittbrettfahrer zu sein oder Kooperatoren. Und sie können vorsichtig sein oder nicht, also Erkundigungen einzahlen oder sich darauf verlassen, dass eh schon alles so geschieht, wie sie es erhofften. Es gibt also jetzt 4 Typen von Spielern. Die optimistischen Kooperatoren, die sich darauf verlassen, dass die Wächter ihre Pflicht tun. Die vorsichtigen Kooperatoren, die sich informieren und nur spielen, wenn der Wächter einen guten Ruf hat. Die optimistischen Trittbrettfahrer, die blind darauf vertrauen, dass sie durch Bestechung ihre Strafe vermeiden können. Und die vorsichtigen Trittbrettfahrer, die nur dann spielen, wenn sie Grund haben zu der Annahme, dass sie den Wächter bestechen können. Und auch die Wächter können ihr Verhalten je nach Erfolg ändern. Also wenn die Korruption mehr einbringt, wird sie häufiger. Wenn sie aber nichts bringt, weil keine Kunden mehr kommen, dann ist Unbestechlichkeit einträglicher. Und setzt man hier also jetzt evolutionäre Spieldynamik an, nimmt man an, dass die beiden, die Spieler wie die Wächter, erfolgreiche Strategien häufiger verwenden werden, dann kommt man zu folgender interessanten Rückkoppelung. Die führt zu gedämpften oder ungedämpften Schwankungen in den Häufigkeiten der Strategien. Hier ist weder Zeit noch Platz, um auf Einzelheiten einzugehen. Aber im Wesentlichen läuft das so. Wenn die Wächter immer anständig sind, so zahlt sich das Trittbrettfahren nicht aus. Alle werden kooperieren. Und da es sinnlos ist, zu investieren in Untersuchungen, ob die Wächter anständig sind, sie sind es ja, setzen sich die optimistischen Kooperatoren durch. Und dann aber kann die Korruptionsanfälligkeit unter den Wächtern sich ausbreiten. Sie werden ja nicht mehr überwacht. Wenn aber die Wächter korrupt sind, dann haben die optimistischen Kooperatoren ausgespielt. Der Lernprozess führt dann zur Koexistenz von 2 Typen von Spielern, nämlich so und so viel Prozent optimistische Trittbrettfahrer und der Rest vorsichtige Kooperatoren. Und dieser Anteil an vorsichtigen Kooperatoren, der schafft dann den Anreiz für die anständigen Wächter. Und so kommt es zu einer Wiederbelebung der Kooperation, also zu einem Wiederaufschwung und dann alles wieder von vorne. Also insgesamt führt dieser Lernprozess zu oszillierenden Häufigkeiten von Kooperation und von Korruption. Wenn das ungedämpfte Schwingungen sind, ein periodisches Auf und Ab, dann sieht das so aus. Aber solche regelmäßigen
Schwankungen, die wird man natürlich nur in Modellrechnungen finden. Aber ein unregelmäßiges Auf und Ab von Kooperation, das lässt sich vielleicht in tatsächlichen historischen Abläufen feststellen. Aber plausibel jedenfalls als ungedämpfte Schwingungen sind gedämpfte Schwingungen. Und da stellt sich dann also ein Gleichgewicht ein mit positiven Häufigkeiten für alle Strategien, also insbesondere eine Koexistenz für von anständigen und korrupten Verhaltensweisen. Ganz eliminieren kann man keine Verhaltensweise, zumindest nicht auf längere Sicht. Also Korruption wird immer verlockend sein, doch eine allzu korrupte Institution ist dann selbstzerstörerisch. Ja, ich halte mich da an eine Auffassung von der Sozialwissenschaftlerin Elena Ostrom, die gemeint hat, Institutionen sind Werkzeuge, die mittels Anreizen soziale Dilemmata überwinden. Meistens negative Anreize, also Strafen. Ja, Ostrom hat den Wirtschaftsnobelpreis erhalten für ihre Untersuchungen, die zeigen, wie in ganz ursprünglichen, kleinteiligen Gesellschaften von Fischern und Hirten und Bauern und so weiter, simple Institutionen fast spontan entstehen, fernab von allen staatlichen Organisationen, um etwa Fischereigründe oder Almenden zu nützen, um Bewässerungskanäle instand zu halten und allgemein um öffentliche Güter vor den Trittbrettfahrern zu beschützen. Also lauter kleine Sozialkontrakte. Und Ostrom hat ihre Feldstudien in spieltheoretische Überlegungen eingebettet. Und zum Schluss noch drei Bemerkungen. Also erstens, ich habe nur einen Aspekt der Korruption betrachtet. Es gibt unzählige Formen von Mauschelei und Postenschacher und Vettern oder Freundelwirtschaft, also Stichwort du bist Familie, Bestechlichkeit bei Genehmigungen und Aufträgen, Wahlzuckerln und so weiter, die durch diesen Mechanismus nicht erfasst werden. Hier ging es nur um die Korruption von Justiz und Polizei, um die Bestechung durch Trittbrettfahrer. Ja, diese Form von Korruption, die führt, da bin ich schon beim zweiten Bemerkung, sie führt stets dazu, dass es weniger wirtschaftliche Aktivität gibt. Schauen wir uns das noch einmal mit der Korruptionskarte an und vergleichen wir das mit einer Karte des wirtschaftlichen Wohlstands. Also genauer des mittleren Haushaltseinkommens. Ja, die Farbskala ist eine andere, aber die Ähnlichkeit ist verblüffend. Korruption und Wohlstand sind negativ korreliert. Was natürlich die Frage offen lässt, was ist Ursache, was ist Wirkung. Also diesen Kenndaten liegen Jahrtausende an Geschichte zugrunde. Es wäre völlig unsinnig, das auf ein minimalistisches Modell zu reduzieren. Aber so ein Modell kann doch grundsätzliche Zusammenhänge vor Augen führen. Und er sagt, Vertrauen ist das wichtigste wirtschaftliche Gut. Und Vertrauen beruht auf Reputation. Wenn, sagen wir, irgendein skandinavisches Möbelhaus beschließt, in irgendeinem osteuropäischen Land keine Filialen mehr zu errichten, weil dort die Rechtssicherheit nicht gilt, dann zeigt das, worum es geht. Ja? Und die letzte Bemerkung, damit die Entwicklung nicht einfriert in wirtschaftlichen Stillstand und behördliche Korruption, ist es notwendig, dass die Spieler, die Wirtschaftstreibenden also, sich informieren können über die Verlässlichkeit der Obrigkeit. Und zwar mit relativ wenig Aufwand. Also allgemein zugängliche Information ist essentiell für diesen Rückkoppelungsmechanismus. Information durch die Presse und durch Medien, durch Whistleblower und durch mehr Transparenz. Also es ist kein Zufall natürlich, dass die weltweit größte nichtstaatliche Organisation zur Korruptionsbekämpfung Transparency International heißt. Ja, und ich sehe, dass die Uhr unbestechlich ist, also Zeit aufzuhören. Danke vielmals.